Next News Nummer 64, da sind wir wieder mit diesen Themen für diese Woche. Tesla Quartalszahlen, wieder hohe Verluste trotz Auslieferungsrekord. Warum ist das so? Außerdem, Toyota kündigt einen neuen Batterietyp an, neue Schnelllader an Starttankstellen, neue Preise für Einfachstromladen, also die Ladekarte der Maingau Energie und ID.3 Vorserienfahrzeuge gesichtet, jetzt auch in deiner Nähe. Und der neue Leaf E-Plus lädt 45% schneller als von Nissan behauptet. Was steckt dahinter? Und Neues von Nextmove. Zum einen ein Hinweis in eigener Sache. Dann hat der Tobias hier in Leipzig das Model 3 getestet und uns ein paar Worte in die Kamera gesagt. Der Bartosch hat bei uns einen Leaf gekauft und am Samstag bin ich live beim Clean Electric Podcast. Ja, Tesla-Quartalszahlen gab es, wieder hohe Verluste im zweiten Quartal, 6,35 Milliarden Dollar Umsatz, das ist kein Rekordquartal gewesen, da hatten sie letztes Jahr schon mal mehr und trotzdem 408 Millionen Dollar Verluste. Trotzdem heißt, sie hatten eigentlich sehr viele Autos ausgeliefert, nämlich so viel wie nie zuvor, aber eben auch viele Model 3, die weniger Marge mutmaßlich einspielen als die teuren Model S und Model X. Und ganz nebenbei hat Tesla ja auch noch einige andere Baustellen, die Geld kosten und aktuell keinen Umsatz bringen. Entwicklung des Roadsters 2 und des Model Y. Außerdem Gigafactory in China wird aufgebaut und das Supercharger-Netzwerk wird weiter ausgebaut und kostet natürlich Geld. Aber offenbar sieht man sich auf einem ganz guten Wege. Bei Toyota gab es eine Ankündigung und zwar eine neue Festelektrolyt-Batterie. 2020 soll sie vorgestellt werden und zwar anlässlich der Olympischen Spiele, die ja in Tokio stattfinden. Da will man sie präsentieren. Die Ankündigung ist insofern interessant, da man in der japanischen Unternehmenskultur so eine Ankündigungen ja eher etwas bei sowas etwas tief stapelt und nicht so groß die Fahne in den Wind hängt. Ein wichtiges Bewertungskriterium bei Akkus ist natürlich die Energiedichte, sowohl gravimetrisch als auch volumetrisch, also wie viel Kilowattstunden Energie stecken in einem Literwürfel sozusagen oder in einem Kilo. Aufs Kilo betrachtet sind wir aktuell im Markt bei 250 Wattstunden in einem Kilo und die neue Batterie soll da 425 Wattstunden haben, also Faktor 1,7 bei der Energiedichte aufs Gewicht gesehen. Für einen Tesla Model S 100D, was würde das heißen, dass man statt einer 100 Kilowattstunden Batterie aktuell einen 170 Kilowattstunden Akku hätte und damit 850 Kilometer reale Reichweite. Das Ganze kommt natürlich 2020 noch nicht in Serie, sondern angekündigt ist es für die Serie ab 2025. So sieht es auch der Journalist Christoph Schwarzer, der sich mit dem Thema intensiv beschäftigt hat und für Elektrifnet einen Beitrag geschrieben hat über neue Akkugenerationen, die da in den nächsten Jahren oder im nächsten Jahrzehnt erst auf uns zukommen. Den Link zu dem Artikel, sehr lesenswert, haben wir unten in der Beschreibungsbox unter dem Video nochmal eingefügt. Starttankstellen rüsten sich für die elektrische Zukunft und zwar Orlen heißt der Betreiber mit insgesamt 580 Tankstellen in Deutschland und die sollen offenbar alle früher oder später eine Schnellladestation bekommen. Triple Charger sollen dort aufgestellt werden mit CCS, mit CHAdeMO und mit Typ 2 Anschlüssen. Die Ladeleistung soll standortabhängig offenbar zwischen 22 und 100 kW liegen. In Berlin wurde eine der ersten bereits eröffnet. Unser Kia e-Soul hat es gleich mal getestet. Aktuell wird der Strom dort also noch verschenkt. Später soll via App oder spontan wie über den QR-Code, den man einscannen kann und dann bezahlen kann, abgerechnet werden. Preise für später sozusagen wurden aktuell noch nicht bekannt gegeben. Auch das Ausbautempo ist noch nicht bekannt, wie schnell man das ausrollen will. Vermutlich wird man aber zunächst erst die urbanen Tankstellen versorgen. Urban heißt also in Städten, also haltet die Augen offen an der Starttankstelle in eurer Nähe. Ich selbst wohne nur 500 Meter von so einer Tankstelle weg, da ist noch keine Bautätigkeit zu sehen, aber geladen habe ich dort trotzdem schon mal. Hatte ich mich bei einem Reichweitentest etwas verschätzt, da hat es nicht mehr nach Hause gereicht. Dort hat mir eine normale Schuko-Steckdose ausgereicht. Ich habe natürlich vorher gefragt, ob ich da mal ein paar Minuten laden darf. Also ich habe bei Star auch schon mal geladen. Demnächst dann hoffentlich auch ein Schnelllader in deiner Nähe. Neue Preise fürs Laden bei Maingau Energie.
Der Kilowattstundenpreis verteuert sich um 10 Cent pro Kilowattstunde in den beiden Haupttarifen. Ab 1. August soll das Ganze in Kraft treten. Es ist dort ein sehr einfaches und einheitliches Preismodell. Das heißt, die normalen Ladekunden einfach Stromladen zahlen 35 Cent pro Kilowattstunde, egal ob schnell geladen oder langsam geladen. Und Kunden, die zusätzlichen Energieliefervertrag bei der Maingau Energie haben, zahlen 10 Cent weniger. Aber auch dort 10 Cent Erhöhung, der neue Preis ab August, also 25 Cent pro Kilowattstunde. Für das Normalladen wird nach 4 Stunden, fürs Schnellladen nach 1 Stunde zusätzlich ein Zeitzuschlag fällig im Minutentarif, der bei 6 Euro pro Stunde ab der 5. Stunde sozusagen dann liegt, wenn man normal lädt. Im Ausland kommen dann noch Zuschläge hinzu, die man aber nur als einfach Stromladenkunde zahlt. Wenn man also zusätzlich ein Energiekunde bei der Maingau ist, dann entfällt dieser Aufschlag. Ladepunkte sind aktuell in Deutschland 15.000 nutzbar, in Europa insgesamt 45.000 Ladepunkte. ID.3 Vorserienfahrzeuge jetzt auch in deiner Nähe. Gelegentlich kursierten da in den sozialen Medien sogar aus Neuseeland Bilder von teilweise getarnten Fahrzeugen des ID.3. Und jetzt wurde hier ganz in der Nähe einer gesehen, und zwar am Schnelllader in Nossen. Allego hatte das Foto auf der Facebook-Seite gepostet. Dort war also ein ID.3 am Allego-Schnelllader. Nossen ist also in der Nähe von Dresden und damit gar nicht so weit weg vom Werk Zwickau, also beides in Sachsen, dort wo der ID.3 gebaut werden soll, wo also jetzt schon Fertigungsstraßen errichtet werden. Und vielleicht sehen wir das Auto ja häufiger am Schnelllader, also haltet die Augen offen, wenn ihr unterwegs seid. Die Autos sind so dunkelanthrazitfarbig komplett durchgefärbt in einem Stück, dass sie nicht ganz so sehr auffallen, aber am Schnelllader sieht man sie dann doch, oder da weiß man dann, da steht ein E-Auto, was man nicht kennt. Da kann man dann mal genauer hinschauen und sich aus der Nähe sozusagen einen Eindruck verschaffen. Ja, den neuen Nissan Leaf E-Plus haben wir noch getestet, unter anderem auch am Schnelllader. 45% schneller hat er geladen als von Nissan behauptet. Ihr fragt euch sicher, wie geht das? Der hat doch Rapid Gate, also lädt langsamer eigentlich, als man denkt. Die Auflösung gab es gestern in dem Video. Da war der Andreas ein Leaf-Profi, also 40.000 Kilometer Erfahrung mit dem Vorgängermodell mit der 40 Kilowattstunden Batterie, war auf einer 1000 Kilometer Tour und hat da also Licht und Schatten sozusagen mit dem Nissan Leaf erlebt. Schaut euch gerne das Video noch an. Gestern kam es im Kanal. Dann Neues von Nextmove, zunächst in eigener Sache oder Nachlese zur Folge von der letzten Woche. Da hatten wir über ein neues E-Fahrzeug mit dem schwierigen Namen DS3 Crossback E-Tense berichtet. Ist es nun eine Citroën oder nicht? Und die Marke natürlich nicht, DS3 ist die Marke. Aber wenn man auf der Deutschlandseite von DS-Automobile ins Impressum schaut, findet man Citroën Deutschland GmbH dort hinterlegt. Also eigentlich ist es doch ein Citroën. Und dann gab es noch Kommentare zu meiner, nennen wir es mal, bodenständigen Aussprache von Citroën. Citroën hat dann gleich reagiert diese Woche und ein Video auf dem eigenen YouTube-Kanal veröffentlicht, dass die Marke also jetzt offiziell Citroën heißt und die Schreibweise entsprechend eingedeutscht wird. Link haben wir unten in der Beschreibungsbox, könnt ihr euch gerne noch anschauen, das Video. Dann war der Tobias als Mieter bei uns. Er hatte das Tesla Model 3 für eine kurze Zeit und er hatte noch nicht so viel Erfahrung mit E-Autos oder eigentlich keine. Und schauen wir mal rein, was er uns erzählt hat, als er das Auto wiedergebracht hat. So, ich bin im Model 3. Ich bin nicht allein hier. Bei mir ist der Tobias. Hallo. Du hattest viele Fragen und guckst unsere Videos. Sehr viele Fragen, ja. Konnte das Auto die Fragen beantworten und ich? Auf jeden Fall könnt ihr die Fragen beantworten. Es bleibt natürlich immer irgendwo noch Fragen, die ja einen, glaube ich, niemand beantworten kann. Nämlich, das ist, mache ich die Sache richtig, wenn ich mir so ein Auto kaufe? Und du warst ja schon sehr skeptisch, hattest viele Fragen auch zur Ladeinfrastruktur. Und ich habe dir gesagt, wenn du das Auto gefahren bist, dann wird der heißgeliebte, ist es ein Diesel? Diesel ist nicht mehr so heißgeliebt sein. Ist ein Benziner. Ist ein Benziner? Ja. Man kann die Was Autos den Antrieb mit, angeht. Was den Antrieb angeht, gefällt mir, dass eine eigentlich ähnliche Leistung das Auto bringt bei null Geräuschen. Aber du bist jetzt gut vorbereitet und kannst eine vernünftige Entscheidung treffen. Ja, dank der Firma Nextmove bin ich sehr gut vorbereitet. Weil Tesla Probefahren ist ja auch nicht so einfach. Und was ja auch immer noch so ein wichtiger Punkt ist, bei Tesla Probefahren bedeutet ja am Ende auch auf das Rückgaberecht verzichten. Also ist es besser, man
Leid. Und Probefahren heißt Performance und ein Verkäufer sitzt mit dem Auto, der die Probleme des Gesamtpakets natürlich nicht beleuchtet. Richtig, also besser ist bei der Firma Nextmove Auto mieten und dann Fragen stellen und beantwortet bekommen. Dann wünsche ich dir viel Erfolg, dass du eine Entscheidung treffen wirst, die du hinterher nicht bereust. Du wirst es erfahren. Ich danke dir, Stefan. Ja, danke. Dann ein Nissan Leaf hat uns verlassen nach Polen. Der Bartosz aus der Nähe von Warschau war bei uns und hatte den Nissan Leaf gekauft. Das Auto war etwas günstiger, da er einen Hagelschaden hat. Das war nicht so schlimm, oder das Gute ist, auf dem Foto sieht man es gar nicht, wenn man also ein paar Meter weg ist von dem Auto. Insofern attraktives Preis-Leistungsverhältnis für dieses Fahrzeug. Fahren tut es auch mit Hagelschaden. Wir haben noch weitere Leafs auch im Verkauf, mit und ohne Hagelschaden. Tatsächlich noch einen weiteren auch mit Hagelschaden, den ich mir am Wochenende mal anschauen werde in München. Und den Link zu allen Gebrauchtwagen, also auch Konas oder Ioniq, packen wir unten nochmal in die Beschreibungsbox unter dem Video. Ja, München war das Stichwort. Am Wochenende bin ich in München am Samstag beim Clean Electric Podcast zur Aufzeichnung. Um 17 Uhr treffen wir uns, etwas außerhalb von München. Ich glaube, dass so gegen 18 Uhr die Aufzeichnung der Sendung beginnt, die man dann live auch verfolgen kann, also Audio verfolgen kann. Der Link ins Studio sozusagen heißt live.cleanelectric.de, aber natürlich kann man auch später, sie wird aufgezeichnet und produziert dann Sonntagabend, glaube ich, geht sie dann meistens online, dass man sich dann normal auch den Podcast anhören kann, geschnitten. Und es geht um den Kia e-Niro. Ich bin das Auto schon mehrere tausend Kilometer gefahren. Wir haben auf unserem Kanal einige Testvideos gemacht, inklusive einer Übernachtung bei Frost in diesem Auto, um rauszufinden, wie lange denn der Akku hält, wenn man im Winter mal in einen Stau gerät. 3,5 Tage war es. Insofern bin ich hoffentlich der richtige Gesprächspartner für ein Video oder für einen Podcast über dieses Auto. Clean Electric hat übrigens den Podcastpreis 2019 gewonnen. Das ist ein Publikumspreis und gewonnen wurde er in der Kategorie Technik. Wohlgemerkt, es geht um E-Autos, ja, und ein deutscher Preis. Also insofern eine hohe Auszeichnung für die Jungs. Ich will die Kamera mitnehmen und dort auch ein kleines Video machen. Tonstudio ist immer nicht aufgeräumt. Der Philipp hat schon gesagt, er muss aufräumen, wenn ich die Kamera mitbringe. Wir wollen mal hinter die Kulissen schauen, dass ich euch da auch ein Video von dort mitbringen kann. Ansonsten nächste Woche wieder in den Next News. Bis dahin.